Hallo, liebe Fangemeinde von AC/DC. Auf vielfachen Wunsch der AC/DC-Usergruppe Deutsch auf Facebook zeige ich in diesem Video die Arbeit mit Ebenen und Masken in Ultimate 2021. Mal sehen, wie weit ich damit komme. Vielleicht werde ich gleich auch nur die Ebenen behandeln und die Masken in einem nächsten Video. Schließlich soll es ja wieder kurz und informativ werden. Dann habt ihr die Anregung und könnt es selbst einmal versuchen. Ebenen könnt ihr zusammen mit Bildeffekten, Anpassungswerkzeugen, Zeichenwerkzeugen und Text verwenden. Effekte und Anpassungen werden auf die im Ebenenbereich aktuell ausgewählte Ebene angewendet. Ihr könnt aber auch ein leeres Bild erstellen und andere Elemente als Ebenen darüber legen. Ich werde heute also einfach einmal ein einfaches Composing aus zwei Bildern, ist gleich Ebenen, erstellen. In einer Ebene werde ich einen Anpassungslayer hinzufügen. Ein drittes Bild als Hilfe zur Positionierung wird nur zu Anfang sichtbar sein und danach ausgeblendet bzw. wieder gelöscht. Genug der Vorrede, jetzt soll es losgehen. Ich habe hier also schon AC/DC geöffnet. Ich werde das Ganze mit diesem Bild machen. Das ist einmal eine Kirche in Lüneburg, um genau zu sehen, die Michaeliskirche. Und auf dieses Bild werde ich diesen Schmetterling bringen. Und das soll zum Schluss entweder so aussehen oder eventuell so aussehen. Ich weiß es noch nicht, wie weit wir hier kommen. Und ja, dann fangen wir einfach mal an. Ich lade mir jetzt also das Bild mit der Kirche in den Modus bearbeiten. Als erstes mache ich grundsätzlich immer, dass ich den Layer dupliziere. Das geht hier vorne mit dem, Das ist Layer duplizieren. Als nächstes hole ich mir den Schmetterling. Den halte ich hier fest, ich habe darauf geklickt und ziehe ihn jetzt hier hoch und lasse ihn hier an dieser Stelle los. Ich werde jetzt hier, ich werde nochmal meine Ebene, die ich hinterher wieder weg tue, reinladen. Und zwar ist das ein Overlay, was mir den goldenen Schnitt einigermaßen, damit ich weiß, wo ich die Sachen positionieren muss. Ich lege das also ungefähr in die Mitte, gehe wieder zurück auf den Schmetterling, damit ich weiß, welches, es können ja hier viel mehr Ebenen sein, ist es sinnvoll, die Ebene umzubenennen. Ich nenne sie jetzt einfach mal Schmetterling. So, dann weiß ich jetzt hier, dass das ist die Ebene Schmetterling. Diese Ebene, da reduziere ich jetzt erstmal die Deckkraft, damit ich weiß, wo er ungefähr hinkommt und mache ihn entsprechend so die Größe ungefähr. Und ich sage mal, der soll ungefähr hier, da soll er hin, der Schmetterling. Bestätige das, indem ich hier oben auf die Hand klicke. So. Jetzt kann ich den Schmetterling auch ruhig wieder etwas mehr machen. Und diese Ebene brauche ich im Moment nicht mehr. Die kann ich jetzt also entweder ganz rauslöschen. Das wäre hier über den Papierkorb. Oder ich klicke auf das Auge und sage, sie ist einfach nicht mehr zu sehen. Die Ebene Schmetterling bekommt jetzt eine Maske, indem ich darauf klicke. Das heißt, was ich jetzt tue demnächst, da ist es sehr wichtig, dass man entweder die Ebene aktiv hat oder die Maske aktiv hat. Auf der Maske male ich jetzt, ich hole mir hier den Pinsel, male ich mit Schwarz. Wenn ich mit Schwarz auf der Maske male, verschwindet es. Und wenn ich jetzt versehentlich, ich bin heute etwas zitterig, den Schmetterling mit,
Dann wechsle ich hier oben die Farbe und mal mit Weiß, dann ist es wieder da. Das ist das eben, das non-destruktive Bearbeiten bei AC/DC. Ich wechsle wieder die Farbe auf Schwarz und werde jetzt also hier weitermachen, den Schmetterling freistellen. Und damit das, da sollt ihr mir nicht unbedingt bei zugucken, deswegen mache ich jetzt eine kurze Pause und wir machen. Jo, so, da bin ich wieder. Ich habe jetzt also den Schmetterling, soweit es mit AC/DC geht, freigestellt. Über die Problematik hatte ich, glaube ich, schon mal hier in der Usergruppe geschrieben, dass ich bemängel, dass AC/DC einen einzigen Pinsel hat. Man kann ihn hier zwar mit dem Mausrad wunderbar vergrößern und verkleinern. Man kann auch noch weiche Kanten machen, aber so sieht man das eigentlich? Ja, ne? Da sieht man es besser. Aber nur einen einzigen Pinsel, das ist in meiner Hand etwas weniger. So, das heißt, was brauchen wir jetzt noch an dieser Stelle? Ja, wie schon gesagt, ich hatte ja vorhin gesagt, wenn man sich vermalt hat, kann man mit Weiß und Schwarz übermalen. So. Im Grunde genommen ist das jetzt soweit fertig. Das Einzige, was mich noch stört, wenn man so einen Schmetterling da hat, wäre, dass der Hintergrund ja eigentlich ein bisschen unschärfer sein müsste. Und aus diesem Grunde gehe ich also eine Ebene tiefer und füge dort eine Unschärfe ein. Dazu wähle ich den Gaußschen Weichzeichner. Und den kann ich jetzt hier in der Stärke reduzieren. Das ist eigentlich immer noch so, ja. Ich lasse es mal einfach so. Ich sage, das gefällt mir so. Aber, es ist ja so, dass der Schmetterling ja vielleicht auf dieser Ebene ist, wo auch hier das Geländer ist. Das heißt, ich füge jetzt hier auch eine Maske hinzu, stelle meinen Pinsel etwas anders ein, also eine ganz leichte, weiche Kante und sehe zu, dass ich jetzt hier die ungefähr richtige Stärke bekomme. Und das ist auch eine Sache, die AC/DC jetzt ändern könnte noch, vielleicht in der nächsten 2022, wenn ich in anderen Programmen wie Photoshop oder Affinity hier hinklicke und dann die Shift-Taste drücke und hier hinklicke, dann wird hier im Grunde genommen ein Strich gezogen und den muss ich aber manuell jetzt ziehen, hier. Jetzt habe ich hier, das ist natürlich ganz blöde, ich muss die untere Ebene wieder einblenden. So. Das heißt, ich will dieses hier nicht unscharf haben. Ah, ganz wichtig. Der Weichzeichner wirkt sich im Moment auf beide Ebenen aus. Ein Anpassungslayer einfüge, wirkt er sich auf alle Ebenen darunter aus. Ich muss also noch auf dieses kleine Icon klicken, dann wirkt er sich ausschließlich auf die Ebene direkt darunter aus. Und das ist ja die Ebene, die ich haben möchte, um den hier etwas schärfer zu machen. Oder etwas Schärfe zu geben. Das ist auch wieder einfach ein genaues Malen. So. So, und das soll es jetzt gewesen sein. Jetzt sage ich einfach nur noch fertig. Jetzt sagt er, du willst es speichern. Ich sage speichern unter. Er speichert es jetzt als AC/DC. Das heißt, ich kann es dann zumachen, wenn ich da noch mehr einfügen wollte.
Kann ich es jetzt also wieder öffnen zum Bearbeiten? Und habe wieder alle Ebenen. Wenn ich allerdings an der Stelle sage, Kopie speichern, und zwar nicht ein ACDC-Dateiformat, sondern ich speichere es jetzt als JPEG, nenne es Nummer 3 und sage Speichern. Jawohl, dann sagt er, ich muss aber wenn ich ein JPEG mache, die Ebenen zusammenfassen. Jawohl, okay, jetzt fasst er also kurz die Ebenen zusammen und speichert es als JPEG ab. Und ich sage jetzt einfach nur noch abbrechen, weil ich weiß ja, so, während jetzt, also das sind ja zwei Items. Wenn ich den jetzt mir angucke, habe ich das Bild. Und wenn ich hier mit dem ins Bearbeiten gehe, habe ich nur eine Ebene. Wenn ich allerdings mit dem ins Bearbeiten gehe, habe ich wieder alle meine Ebenen. Ich sage hier abbrechen und das soll es für heute gewesen sein. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal bei Godehard erklärt ACDC.